Und? Konnten Sie den Schaden eindämmen, den mein Sohn bei den armen Studenten angerichtet hat? Ja, auf jeden Fall. Eindämmen? Ha, ausmerzen. Ja! Um welchen Schaden geht es gleich? Na, um diese fixe Idee mit den Zeitreisen natürlich. Ach. Er behauptet allen Ernstes, Zeitanomalien erzeugen zu können. In seinem Schuppen will er eine Maschine gebaut haben, mit ja, der fliegen kann. Und dann hält er hinter meinem Rücken auch noch heimlich Vorlesungen zu diesem Thema. Also wirklich, sowas aber auch. Aufwiegler? Er wirkt auf mich immer so vorsichtig. Ja, aber echt. Gerade langweilig. Tja, schön wär's. Ach so. Ausgerechnet mein Sohn ist ein Träumer, ein Fantast. Ja. Ein Anarchist. Sowas aber auch. Aschebecher haben wir hier. Und nicht mehr. Wobei ich mir an Tagen wie heute wünschte, ich hätte es mir nie abgewöhnt. Ist das in Ihrem Alter nicht ein bisschen unvernünftig? Die Nikotinkaugummis waren schlimmer. Haben mir alle Zähne kaputt gemacht. Eine Pfeife. Haha. Es ist doch eine Pfeife. Ja. Man kann einen Rufus eben nicht in das Licht führen. Genau. Ein Vogelaufkleber haben wir hier auch. Vögel. Brauchen keine Warnschilder. Sie sind frei. Frei. Ja. Ja, das. Wenn Ihre Omme gegen die Buntglasscheibe knallen wollen, dann sollen Sie doch. Sie genau. So ist das. Können wir den Vogel noch? Nee, offenbar nicht. Den Schlüssel können wir doch bestimmt. Finger weg! Das ist der Schlüssel zu Juniors Labor. Da ist alles kontaminiert mit. Ach so. Bitte, Herr Kollege, stören Sie ihn nicht. Nicht? Er soll über seine Fehler nachdenken. Ach, wirklich? Das sage ich auch immer. Aber wenn Sie das sagen, ist es viel lustiger. Genau. Sie nämlich Ihre eigenen Fehler verdrängen. Ja. Sie glauben also nicht an Zeitanomalien? Wie könnte ich? Ich bin Wissenschaftler. Ja. Und ein recht jung aussehender dazu. In der Tat. Jünger als Ihr eigener Sohn. Ich jogge viel. Kommt Ihnen daran gar nichts merkwürdig vor? Ja, in der Tat. Worauf Sie hinaus wollen. Könnte es nicht vielleicht sein, dass Ihr Sohn doch recht hat? Ja, das könnte wohl sein. Noch damit an. So etwas wie Zeitanomalien gibt es nicht. Nicht? Woher wollen Sie das denn wissen? Weil ich, im Gegensatz zu ja. ein echter Wissenschaftler. Ach so. Und ein recht jung aussehender dazu. Was wollen Sie damit andeuten? Nichts, nichts. Nein, natürlich aber nicht. Zum letzten Mal, es gibt keine Zeitanomalien. Nicht? Zeitanomalien sind nichts als ein Hirngespinst. Unlogisch, schlecht durchdacht und unwissenschaftlich. So. Ich lasse mir doch nicht mein kohärentes Weltbild kaputt machen. Ach so bist du. Durch. Irgendwelche Aluhutträger. Och, entspann dich mal. Ja, aber echt. Aber zum letzten Mal, es gibt keine Zeitanomalie. Ja. Och, entspann dich mal, Alter. Ja, gehen wir mal zum Entspannen. Ah, ja. Meine alte Pfeife, das ist genau das, was ich jetzt brauche. Wow. Ganz schön kräftig, der Tabak. Der erinnert mich an meine Studentenzeit. Ach so, tut er das. So verrückt damals. So, lololololololo, guck, guck. Okay, jetzt, was haben wir ihm da genau gegeben? Bekommen. Wir haben damals mit allem herumexperimentiert. Mit Pflanzen, mit der Zeit. Aha! Und mit Frauen, natürlich. Aha! Davon will ich nichts hören. Aber echt. Das McChronicle war eine heiße Schnitte. Ich will's nicht hören, ich will's nicht hören. Noch verrückter als er heute. Ach so. Meiner Mutter hat das gar nicht gefallen. Sie wollte nie, dass ich studiere. Ach wirklich? Ich sollte die Werkstatt meines Vaters übernehmen. So ist das also. McChronicle, er meinte, es kommt nichts Gutes dabei raus mit der Zeit. Ja. Hat mir den Hintern versohlt vor meiner Freundin. Oh. Dabei war ich schon 25.
Okay. Können wir jetzt den Schlüssel klauen? Ich darf doch, oder? Ich weiß nicht, darf ich dann auch? Klar. Ja. Dann klauen wir doch mal. Hier, McChronicle. McChronicle! Dein Vater ist abgelenkt. Wir können los. Geh ohne mich. Er hat recht. Ich muss über meine Fehler nachdenken. Ach, wirklich? Nein, hat er nicht. Es gibt Zeitanomalien. Ja. Ich weiß. Wir haben sie erzeugt und dadurch alles kaputt gemacht. Und dein Plan ist, ausgerechnet jetzt aufzugeben, wo alles am schlimmsten ist? Versteh doch, es ist immer am schlimmsten. Ach, wirklich? Es ist keine Schleife. Es ist eine Abwärtsspirale. Ach, dir ist doch nicht mehr zu helfen. Wir können jetzt mit dem Schlüssel nach da gehen. Also, wir können mit dem Schlüssel die Labortür öffnen. Dann wollen wir doch mal rein. Ah, das sieht mir schon ein wenig komplizierter aus. Ja. Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Ach, wirklich? Ich schätze, hierfür werde ich ausnahmsweise einmal doch Hilfe benötigen. Ja, das ist natürlich ungünstig, weil der will ja nicht helfen. Bronzehahn, also Hahn. Das ist ja nur Altöl. Irgendwie hatte ich flüssige Bronze erwartet. Ja, aber echt. Tachionentank. Solange der Tank leer ist, lässt sich da auch kein Druck aufbauen. Okay, dann vielleicht holen wir mal die Studenten zur Hilfe, die kennen sich doch mit allem aus. Ah, ihr seid noch da? Ja! Natürlich, Herr Rufus! Immerhin sind wir hier einer epochemachenden Entdeckung auf der Spur. Außerdem stehen wieder Raudis mit Schrottballschlägern vorm Hörsaal. Die müssen warten. Wir machen nämlich eine Exkursion. Genau! Wir gehen jetzt ins Nachbargebäude. Ja! Etwas deplatziert, gibt aber trotzdem einen Genau! Kern. Also! Wow. Lässig! Wow. Beeindruckend! Ja, auf jeden Fall! Was ist es? Ich! Ja! Ein impulsgespeister Tachyonfeldgenerator? Im Volksmund auch? Irgendjemand? Der Dicke vielleicht? Zeitportalmaschine? Ganz genau! Zeitportalmaschine, genau! Denn sie erzeugt ein Zeitportal. Ja! Na klar, die Zwischenzeit. Der türkise Tüttel, ja. Wie ihn die Experten bekanntlich nennen. Und jetzt. Ja, auf jeden Fall. Wie schaltet man das Ding ein? Das wüsste ich jetzt gerne mal. Na los, diskutiert miteinander. Das da vorne müsste der Tachyontank sein. Genau, so ist es. Die Milchflasche mit der Fahrradpumpe? Man bräuchte eine Substanz, die Tachyon emittiert. Dem Geruch nach zu urteilen, war da mal Feta-Käse drin. Ja. So justieren, dass sie sich auf die dünnste Stelle in der Raumzeit konzentrieren. Mit einer 4D-Brille könnte man so ein Portalpotenzial erkennen. 4D-Brille, Feta-Käse. Ja. Sie haben doch nicht etwa vor, ein Portal in die Zwischenzeit zu öffnen, oder? Warum denn nicht? Naja. Der Onkel hat gesagt, das sei zu gefährlich. Ach, das ist der, was hat der schon für eine Ahnung? Ach, papalapap. Probieren geht über Studien. Ja. Kommt das in der Klausur? Ja, das kommt in der Klausur. Also den können wir hier vielleicht Öl irgendwie mal abfüllen. Offenbar. Ja, was können wir denn damit machen? Können wir das Öl vielleicht? Das ist doch fast Käse. Ein bisschen Öl kann nie schaden. Allerdings ist das hier deutlich mehr als ein bisschen. Ach so. Dann offenbar nicht. Können wir irgendwie hier. Gibt's hier noch was außer Goal? Stuhl. Da hat ja jemand in meiner Klasse Kaugummi gekauft. So was aber auch. Hier nichts abgegeben, außer sein frisches Pausenbrot. Das hagelt aus. Ja. Können wir da oben vielleicht irgendwie
Können wir das Zeug vielleicht in die Regenrinne gießen? Oh, können wir sogar. Und das hat uns jetzt was gebracht? Läuft. Zwar nur bergab, aber läuft. Und jetzt? Und da ist jetzt Öl. Wenn wir jetzt hier den Schalter machen, dann geht die Ziege doch darüber. Ziege? Hey, Finger weg von unserem Schrottball-Trainingssack. Das ist kein Trainingssack, sondern eine Ziege. Ha, guter Versuch. Ja. Blind sein. Dafür funktionieren meine anderen Sinne umso besser. Ich kann den Raum hören, Gegenstände so. Schmecken und ich rieche an deinem Gesichtsausdruck, dass du ja. Nicht führen willst. Genau, das war mein Gesichtsausdruck, nicht etwa das Chili von gestern. Also, wollt ihr nicht mal drauf einschlagen? Was ist das hier jetzt? Die große Zen-Kunst des Verprügelns? Genau. Nur mit viel Ruhe und Ausgeglichenheit lassen sich Aggressionen optimal kanalisieren. Ja, und dann? Also was wird das hier jetzt? Die große Zen-Kunst des Verprügelns? Genau. Nur mit viel Ruhe. Ja gut, das hast du mir bereits gesagt. Hier der Schrottball. Schlag. Igitt. Was ist das? Meine Schleimhäute schwellen an. Was? Anaphylaktischer Schock. Das ist meine Ziegenhaarallergie. Meine Augen brennen. Geht. Bravo. Ach so. Du hast endlich etwas getroffen. Mein Komikzentrum. Ach so. Nasenbrille. Hey, Finger weg von unserem Schrottball-Trainingssack. Ach. Ich sagte, das ist eine Ziege. Ja. Was denkst du, wo das Meckern herkommt? Von meiner Frau natürlich. Ach so. Sie behauptet auch immer, meine Sportgeräte seien Tiere. Nonnen oder Nachbarskinder. Aber da hat sie vielleicht auch recht. Sollten Ziegen zu uns in den Unterwasserpalast kommen. Was? Okay, mal angenommen, es ist keine Ziege. Ja. Kann ich dann mal kurz euren Trainingssack melden? Na klar. Bedien dich, aber sei ja. Vorsichtig. Manchmal beißen sie. Achso. Da haben wir ja praktischerweise gleich Feta-Käse. Der kommt bekanntlich gleich so aus dem Euter. Wer kann mir beantworten, warum es eine Feta-Käse in den Tank zu füllen? Bestimmt haben sie eine 4D-Brille gebaut und erkannt, dass der Käse Tachyon imitiert, richtig? Ja. Falsch. Das ist eine Fangfrage. Denn es ist in Wirklichkeit gar keine gute Idee. Richtige Antwort. Ja. Wer kann mir bestimmt... Das ist eine Richtige Antwort. Was machen wir denn dann? Weil hier das mit der Brille... Solange meine 4D-Brille noch nicht fertig ist, kann ich damit doch keine Zeitanomalien aufspüren. Der Kaugummi ist schon viel zu alt. Ja. Klebt kaum noch. Hey. Oh. Wären genau das Richtige für meine 4D-Brille. Ach so. Schade nur, dass sie von alleine nicht haften bleiben. Kaugummi? Der Kaugummi ist schon viel zu alt und überhaupt bunte Glasscherben mit Kaugummi. Das ist doch total unrealistisch. Ja, was können wir denn dann machen? Haben wir hier noch was? Nein. Haben wir hier noch was? Mir geht es so pidupi. Ich kann einfach nicht aufhören. Wo sind die Nikotin-Kaugummis, wenn man sie mal braucht? Nikotinkaugummi. Ich weiß nicht viel über die Herstellung von Nikotinkaugummis. Ja. Kaugummi und da ist Nikotin drin. Genau, so wird das funktionieren. Wird schon passen, oder?